Willkommen zurück zu Professor Layton und das Vermächtnis der Aslaks. Okay, der Witz musste auch mal sein. Wir sind hier im Dschungel und sollen den Häuptling hier zum Lachen bringen, denn keiner schafft es. Wir vielleicht? Ja, was für ein Knalltopf. Knallkopf drängelt sich da einfach vor. Vergiss es, nicht mit mir. Was? Was ist mit dir los? Bah, ich habe euch doch nur geschaut. Mein ganzes Herzblut habe ich hier reingesteckt, um das Dorf zu retten, und ihr glaubt, ihr könnt mir die Show stehlen. Was haben wir denn gemacht? Wir hatten lediglich gehofft, eine Audienz bei ihrem Häuptling zu bekommen und ihm einen Tauschhandel vorzuschlagen. Ich wusste es. Sie gucken schon so dreist. Nein, mein Herr. Sie werden sich nicht vordrängeln und sonst auch keiner kapiert. Nein, wir wollten ja gar nicht teilnehmen. Wir sehen bloß zu. Nicht so voreilig, Luke. Wenn wir den Dorfältesten zum Lachen bringen, könnte es doch durchaus sein, dass er uns dafür in sein Ei gibt. Oh, gute Idee, Professor. Wenn das so ist, ja, dann wollen wir uns doch vordrängeln. Na so, na dann, von wegen. Hatte ich nicht gerade gesagt, dass ich was dagegen habe? Oh ja, stimmt. Professor, ich fürchte, nicht jeder hier ist so zuvorkommend wie Morella. Moment, sagtest du gerade Morella? Was hatten Sie damit zu tun? Nun ja, Morella war so freundlich, uns den Weg hierher zu zeigen. Dann habt ihr wohl einen Stein bei ihrem Brett, was? Ich hab immer Pech. Naja, nur einmal die Chance. Immer denken alle, ich wäre so grimmig, wie ich aussehe. Och, das war ja einfach. Ich glaube, das ist unsere Chance, Professor. Lassen Sie uns mit Häuptling Halimash reden. Einen Moment noch, Luke. Als Gentleman dürfen wir uns der Tradition nicht verschließen. Wir müssen die Sache mit Bedacht angehen und angemessen. Na gut, und wie? Was ist denn jetzt los? Nur eine kleine Vorbereitung auf unseren großen Auftritt. So, nach dir, Luke. Nur keinen Scheu. Ui, ui, ui. Na. Nicht aufgeben, ihr beiden. Ich bewundere ihren Mut, also ich könnte nicht. Was auch immer sie da machen. Ich glaube, Luke unternimmt einen beherzten Versuch, die Grenzen zwischen Mensch und Tier aufzuheben. Ha, der Brüller, wenn das uns heute nicht gefällt. Wohl nicht. Sieht nicht so aus. Es ist eine Katastrophe. Wir bringen Unterhaltung vom Feinsten auf die Bühne und er zuckt sich mal mit dem Mundwinkel. Irgendwas stimmt eindeutig nicht. Wenn ich das richtig verstehe, hat ihr Oberhaupt nicht immer dieses alles andere als sonnige Gemüt. Nein, früher war der Partypilz schlechthin und wir haben keinen Schimmer, was ihn zu dieser Stinkmorschel gemacht hat. Vor allen Dingen Laytons Augen auf einmal sahen in der Zwischensequenz ebenso crazy aus. Unser unerschütterlicher Gegner hat auch diesmal standgehalten. Vielleicht hätte er als wandelnder Giftpilz mehr Erfolg gehabt. Bin ganz nah an ihm dran und habe alle möglichen Grimassen geschnitten, aber nichts, nicht das kleinste Schmunzeln. Ach, machen Sie doch nichts raus. Immerhin haben Sie es versucht. Jetzt sind Sie dran, Professor Locklear. Vielleicht bringen Sie ihn ja mit Ihren Haaren zum Lachen. Bei Morella hat es jedenfalls geklappt. Naja, nun, anstatt mich auf meine trendige Frisur zu verlassen, dachte ich, ich probiere es mal mit britischem Humor. Ein gefälschtes Feuerwerk des Frohsinns wird seine düstere Stimmung sicher rasch vertreiben. Sie erzählen Witze, Professor? Tja, dann viel Glück. Vielleicht löst Professor Lockley mit seinem scharfsinnigen Humor ja dieses komödiantische Dilemma. Warten Sie es nur ab. Oha. Was ist denn das für ein ekelhaft süßer Geruch? Hat etwa wieder so ein Scherzkeks die Bühne betreten? Ach, was Sie riechen, ist wahrscheinlich mein Eau de Cologne. Mein Name ist Desmond Lockley und ich würde Ihnen gerne einen Witz erzählen im Tausch gegen dieses Ei. Ah, na toll. Es war einmal eine Affenfamilie, Mutter, Tochter und Sohn, die lebten im Dschungel. Mutteraffe war berühmt für ihre vorzüglichen Kuchen, die sie für alle anderen Tiere im Urwald buk. Alle verehrten diese Familie, weil sie so großzügig und freundlich war. Eines Tages jedoch erkältete Mutteraffe sich und bat dem Sohn hinauszugehen und an ihrer Stelle die feinen Gaben auszuteilen. Der Sohn war einverstanden, nahm den Korb mit dem süßen Gebäck und verließ das Haus. Als erstes machte er im Haus einer Bärenfamilie halt. Die Bärenfamilie kannte den Jungen nicht, hieß er ihn aber willkommen, denn sie nahm an, dass er so reizend sei wie seine Mutter. Sie setzten sich und zur Überraschung der Bären begann der Affenjunge, den Kuchen vor ihren Augen selbst zu verdrücken.
Anschließend verwüstete er ihr Haus und machte sich dann mit wilden Schreien aus dem Staub. Die Bären waren schockiert. An diesem Tag lernten die Tiere im Wald eine wichtige Lektion. Manchmal fällt der Affe weit vom Stamm. Viva, viva. Aber sagten Sie nicht, dass Sie einen Witz erzählen wollten? Tja, wissen Sie, der letzte Satz war, der Witz ein geistreiches Wortspiel mit einer bekannten Rede. Was? Das war aber wirklich kein Witz. Wenn ich als Let's Player so Scherzkekse raushauen würde, naja. Geistreich, was war denn daran geistreich? Und dabei hatte ich mir schon Hoffnung gemacht, weil sie wie mein Lieblingspudding riechen. Vielleicht sind diese Hinterwäldler einfach nicht kultiviert genug, um meinen Humor zu verstehen. Ich spüre geradezu, wie der Professor innerlich tobt. Das überrascht mich nicht. Es ist bestimmt nicht angenehm, wenn man mit einem Witz so auf Granit beißt. Aber das hier ist sowieso verlorene Liebesmühe. Gehen wir lieber zurück zum Dorfplatz und überlegen uns was Neues. Ja, zurück zum Dorfplatz. Gehen wir mal. Ja, und? Wie wär's, wenn wir ein richtiges Theaterstück aufführen und ein Fest für alle Sinne? Vielleicht entlockt das dem Häuptling ja ein Lächeln. Alle Sinne. Natürlich, ich wusste es doch, dass mir irgendwas merkwürdig vorkam. Der Häuptling hat Professor Locklers Duft sehr deutlich wahrgenommen. Diese simple Tatsache könnte einen wertvollen Hinweis enthalten. Erst werde ich wegen meiner Frisur ausgelacht und dann muss ich mir noch anhören, dass ich wie ein Pudding rieche. Irgendwann ist selbst meine Geduld am Ende. Nichtsdestotrotz sollten wir nicht aufgeben. Vielleicht steckt mehr hinter der Sache, als auf den ersten Blick scheint. Das meine ich auch. Möglich, dass die Dorfbewohner uns wichtige Informationen vorenthalten. Ausquetschnitratsch-Tante. Och, Herr Zupfter, und wie lief es auf dem Festival? Locklear, danke, es war eine sehr erheiternde Erfahrung. Leider scheint sich Ihr Stammeshäuptling selbst durch die erlesensten Pointen nicht so einfach aufzuheitern zu lassen. Ach, nur Mut, morgen ist auch noch ein Tag. Apropos, hättet ihr Lust, zum Abendessen zu bleiben? Einen köstlichen Schmortopf solltet ihr nicht entgehen lassen. Ach ja, bereiten Sie den mit regionaltypischen Zutaten zu? Oh ja, blanchierter Blaumüffling, gestockte Froscheier und etwas geriebene Baumrinde sind das perfekte Aroma. Tut mir leid, heute Abend kann ich nicht. Ich muss mir die Haare legen. Keine Sorge, es ist völlig ungefährlich. Das Gift verdampft beim Kochen. Okay. Sehen Sie sich unseren Häuptling an. Der isst das jeden Tag und strotzt geradezu vor Gesundheit. Ich lehne diese verlockenden Angebote äußerst ungern ab. Aber ich fürchte, unsere Gaumen sind an solche Hochgenüsse noch nicht gewöhnt. Das haben Sie sehr nett ausgedrückt, aber ich erkenne einen, wenn ich eins höre. Vielleicht sollte ich stattdessen unseren Häuptling damit verwöhnen, damit er aus seinem Stimmungstief rauskommt. Haben Sie irgendeine Ahnung, was es hervorgerufen haben könnte? Nein, absolut nicht. Aber mit ihm stimmt definitiv etwas nicht. Und wenn es mehr ist als nur der mangelnde Sinn für Humor. Können Sie dies etwas genauer spezifizieren? Oh, da bin ich überfragt. Wie wäre es, wenn ihr euch mal bei der Familie des Häuptlings erkundigt? Die Hütte des Harley Marsh liegt genau westlich von hier. Können Sie gar nicht verfehlen. Hervorragende Idee, meine Dame. Dann statten wir Ihnen mal einen Besuch ab. Ach ja, vielleicht läuft seine Enkelin über den Weg. Ein reizendes kleines Mädchen, aber ziemlich außergewöhnlich. Deswegen wird sie auch Trüffel genannt. Ist sie eine Schnecke? Okay, wir sollen hier hin. Give it to me, der Hinweismünzen. Es sieht zwar ziemlich faul aus, aber hat sicher blitzschnelle Reflex. Warum sieht es mir nicht in die Augen, wenn ich mit ihm spreche? Wusstest du, dass Chamäleons beide Augen einzeln bewegen können? Hier ist auch was. Oh, eine Kuriosität. Haben wir das auch mal wieder gefunden. Ist doch schön. Die ganzen Federn sind ein wenig übertrieben, finden Sie nicht? Ich nehme an, diese Federn sollen böse Geister abwehren. Es ist doch klar, dass das Haus des Häuptlings am schönsten aussieht. Tr-
Trüffel, du bist die Enkelin? Hä? Naja. Ah, oh, Fremde, nein, nein, ihr dürft mich nicht ansprechen. Die Mami sagt, ihr sollt keine fremden Kinder ansprechen. Hm, also das hat sie bestimmt nicht gesagt. Du bist sicher die Enkelin des Häuptlings. Trüffel, richtig? Keine Angst, du dann kannst uns vertrauen. Wir wollten uns nur noch deinem Großvater erkundigen. Woher wisst ihr, wie ich heiße und wer hat euch von Opa verraten und was ist mit euren Ahnen passiert? Professor, ich glaube, wir haben die richtige Hütte gefunden. Das ist unfair. Woher wisst ihr so viel? Wisst ihr etwa alles? Das hier auch? Bin ich ja fast schon erleichtert, dass wir mal wieder ein Rätsel haben. Es wird ja nur noch gequatscht. Tukan-Mahlzeit. Dieser Vogel ernährt sich furchtbar einseitig und isst jeden Tag nur eine Sorte Obst, Äpfel oder Orangen. Jeden Tag lädt der Tierpfleger das Obst so in die Futterbehälter. Wie es im Kalender dargestellt ist, hat sich der Vogel für eine Sorte entschieden, lädt er alle Behälter, die dieses Obst enthalten. Am Ende der Woche sieht der Tierpfleger, dass er den blauen Behälter an 5 Tagen aufgefüllt hat, all den roten an 4, den grünen an 5. Okay, da ich nach Stunden immer noch nicht kapiert habe, die Lösung jetzt hier. Ich verstehe die Lösung nicht, aber das ist sie. Die Lösung ist doch klar. Gar kein Problem. Dann machen wir am besten kein Fass auf und feiern so die 1000 Pickerad. Genau, auch wenn der Vogel sich an den einzelnen Tagen sehr unausgewogen ernährt, isst er doch über die gesamte Woche fast gleich viele Orangen und Äpfel. Wenn ihr so viel wisst, könnt ihr gar keine Fremden sein, oder? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Heißt das, dass du uns helfen willst, Trüffel? Na klar, meine Mami sagt, Leute, die Rätsel lösen, sind immer willkommen. Dein Großvater verhält sich in letzter... Diese Stimmen! Warum ist sie weiblich? Naja. Ein bisschen komisch, oder, Trüffel? Hast du eine Ahnung, warum? Ja, ich glaube schon. Er fällt in letzter Zeit öfter hin. Seit einem Mond jetzt schon. Als er heute Morgen zum Frühstück kam, war er oben bis unten voller Matsch. Mami war stinksauer. Das glaube ich. Wenn Trüffels Geschichte stimmt, lassen sich vielleicht noch Spuren von Halimaschs letzten Sturz finden. Keine Sorge, Trüffel, wir gehen der Sache auf den Grund. Na gut, aber seid ihr euch jetzt sicher? Mami sagt immer... Oh, Schluck auf. Mami sagt immer, es ist besser, hoch hinaus zu wollen. Und so können wir noch einen weiteren Weg gehen. Hey, ich glaube, ich habe Schlamm in die Schuhe gekriegt. Anscheinend wurde nur das Dorf selbst auf festem Boden errichtet. Passt auf, dass sie nicht ausrutscht. Vielleicht ist der Häuptling hier irgendwo hingefallen. Könnte gut sein. Sehen wir uns mal ein bisschen um, einverstanden? Das hier fällt da direkt ins Auge. Was für ein Glück, dieser umgestürzte Baum bildet eine natürliche Brücke. Sie echt, sie schwankt. Weißt du, Luke, vielleicht stürzt sie sogar ein. Und all die Löcher, man braucht viel Mut, um die zu überqueren. Komische Brücke. Hab ich schon noch nie gesehen. Hier ist was. Gut. Ameisen. Oh, eine Ameisenstraße. Vorsichtig, damit wir sie nicht zertreten. Auch diese Ameisen scheinen den Pilzen nicht abgeneigt zu sein. Ameisen können Dinge tragen, die viel schwerer als sie selbst sind. Toll! Hier. Obwohl ich die Blume verdächtiger finde. Sieh mal, Luke, was sagst du dazu? Oh, ein Häuptlingsabdruck. Ein hieb- und stichfester Beweis. Wird das bloß fertig gebracht, so zu fallen? Untersuchen wir die Umgebung. Vielleicht stoßen wir auf weitere Hinweise. Sag ich doch. Diese Wurzeln sind ganz schön dick und leicht zu übersehen. Kann es sein, dass der Häuptling darüber gestolpert ist? Glauben Sie etwa nicht? Ah, Professor, nicht dahin. Das ist eine Raff... Was? Rafflesie. Unangenehme Gerüche sollten einen nie von einer näheren Untersuchung abhalten, mein Junge. Wenn du genau hinsiehst, wirst du feststellen, dass jemand auf diese Blume getreten ist. Ach, wirklich? Wollen Sie damit sagen, dass der Häuptling auf diesen großen Blütenblättern ausgerutscht ist? Geh mal etwas näher ran, Luke. Keine Angst.
Wenn Sie es sagen, huch, das ist ja merkwürdig. Die riecht überhaupt nicht. Siehst du, die Natur liefert oft die größten Rätsel überhaupt. Aber wenn sie nicht riecht, wie konnte der Häuptling eine so große leuchtende Blüte übersehen? So viel hat erwähnt, dass ihr Großvater erst mit kurzem ständig hinfällt. Wir sollten woanders suchen. Vielleicht erfahren wir in der Hütte des Häuptlings ja weiteres. Sollten wir uns nicht erst noch ein bisschen umsehen? Ein guter Detektiv betrachtet seinen Fall aus so vielen Blickwinkeln wie möglich. Kehren wir ins Dorf zurück. Wenn ihr das sagt, dann machen wir das. Da seid ihr wieder. Habt ihr die Stelle gewonnen, wo Opa hingeklatscht ist? Ja, das haben wir tatsächlich, und zwar dank dir, Trüffel. Oh, dann bin ich ja froh, dass ich da war, sonst hättet ihr euch gar nicht bei mir bedanken können. Und wenn ihr etwas über Opa herausfinden wollt, warum nicht einfach Oma gefragt? Seid vielleicht blöd. Das wüssten wir gerne, wenn es keine Umstände macht. Wo finden wir sie denn? Was? Wen? Ach, Oma! Ja, die ist im Haus. Ehrlich gesagt habe ich Oma schon gefragt, ob ich euch fragen darf, ob ihr Oma fragt, was mit Opa ist. Und was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, ich soll langsamer reden und nicht so komische Fragen stellen. Ich glaube, das hieß ja. Trollerlol. Ja, dann rein da, oder? Geile Frisur. Epic. Hier gibt es viel zu sehen. Stört dieser Baumstamm mitten im Haus nicht bei Unterhaltung? Wenn man Hunger hat, kann man sich einen Pilz pflücken. Klasse! Pilze züchten auf dem tragenden Element des Hauses ungewöhnlich. Rätsel. Nein. Was wohl in diesem feinen Beutel steckt? Oh, der ist bis zum Rand mit Eicheln gefüllt. Oh, übrigens kenne ich ein gutes Rätsel zu Eicheln. Hör mal zu! Der Weg der Eicheln 2. Hä? Nee, nope. Erstmal mal Weg der Eicheln 1. Wenn wir das irgendwo finden. Ja, reden wir erstmal mit der. Na, guck mal da oben. Hallo, du bist aber ein hübscher Papagei. Wie heißt du denn? Was? Nein, wie du heißt. Sag mal, sprichst du mir einfach nach? Ach so, na, das ist ja ein echter Papagei, sonst, kann er doch mit Tieren reden. Naja. Kuriosität! Schmetterlingsschläuche. Ich hatte euch schon erwartet. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass ihr euch nach meiner besseren Hälfte erkundigen wollt. Man war hoffentlich nicht unfreundlich zu euch, oder? Mit den Manieren ist in diesem Dorf nicht wohl herfürchtig. Ganz im Gegenteil, wir wurden mit geradezu erfrischender Gastfreundschaft empfangen. Gut, naja, es war vielleicht nicht immer alles eitel Champignon, aber ich will euch nicht aufhalten. Oh, eigentlich wollten wir mit Ihnen über das Verhalten sprechen, das Ihr Gatte neuerdings an den Tag legt. Ach, der alte Steinpilz, er ist eben nicht mehr der Jüngste, glaubt aber immer noch auf die Pirsch gehen zu können. Pff, wenn meine Göttergatte nur halb so gut jagen könnte wie früher, wären wir hätten wir abends wenigstens was zu essen auf dem Teller. Sie meinen, unser wird einfach nur alt? Ja, alt und senil. Neulich erst hat er beim Jagen seinen Bogen verloren. Ich meine, wie kann das passieren? Wenn man bedenkt, wie wichtig der für die Jagd sein muss, ist es allerdings sehr merkwürdig. Wenn ihr mich fragt, hat er Probleme mit dem Altwerden. Ich habe ihn seit Wochen nicht mehr lächeln sehen. Früher ist er immer losgezogen, kam erst zum Abendessen zurück. Anders kenne ich ihn gar nicht. Aber jetzt kann ich sicher sein, dass er schon reinplatzt, wenn ich noch am Kochen bin. Ich verstehe. Frau Hallimasch, ich glaube, ich weiß, warum ihr Gatte sich so elend fühlt. Wirklich? Sie meinen, es ist nicht bloß das Alter? Vielleicht spielt das Alter dabei nur eine ganz untergeordnete Rolle. Und wenn meine Theorie sich bewahrheitet, stehen die Chancen gut, dass wir etwas dagegen unternehmen können. Oh ja, bitte, ich würde alles dafür geben, ihn aus dieser schmiesen Stimmung zu holen. Keine Sorge, Frau Hallimasch, wir tun, was wir können. Ach bitte, Frau Hallimasch, klingt zu alt, nimm mich doch bitte wohl. Bovista. Wieder ein Rätsel gelöst, Professor? Noch nicht ganz, Emmy. Ich mag zwar die Ursache für das Problem gefunden haben, aber die Lösung steht noch aus. Wir werden wohl eine spezielle Gerätschaft anfertigen müssen. Basteln wir wieder lustige Masken? Oh ja, wie wir es mit einer Raubkatze oder einem Tiger oder einem Leopard?
Daran habe ich eigentlich weniger gedacht. Stellen wir das doch zurück. Im Moment müssen wir erstmal die benötigten Materialien sammeln. Ja, ne, für heute wäre es das. Schlicht und ergreifend, ich habe keinen Bock mehr. Ja, also wenn es gefallen hat, Daumen hoch nicht vergessen. Nicht wundern, wenn jetzt erstmal kein Late mehr kommt, weil irgendwie habe ich echt keinen Bock mehr. Bis dann, ciao.